avocate. Geil, ja? Die Kurve. Aber ich hab Rasen, ich hab Aua, Hände. Ah. 32 Minuten. Es sind noch ein paar Tage. Ziel erreicht. 30 Minuten? 32 Minuten. Wir haben gefahren, einmal 34 Minuten und einmal 32 Minuten. Also warm fahren war auch, glaube ich, auch schon, weiß ich nicht, 25, glaube ich. Mhm. Well done, mate. Let's go. Zum nächsten. Aber morgen wird es kein Spaß, weil Herr Endurist, Herr Gandalf, aus Kiefersfeld next reingeflogener Spezialist im Stock- und Steinfahren. Morgen präsentieren wir. Manuel Lettemichler! Morgen! Willkommen im Mannschaft! Willkommen im Mannschaft! Der Steckel ist hier so. Ja, lass uns erstmal frühstücken. Ich hab den geschrieben gestern auf Instagram. Ja, ja. Aber vielleicht machen wir das nicht ganz so. Vielleicht macht er auch einfach so lange jetzt die Strecke, bis er mal auf die Strecke fährt. Das wäre das Drop auch nämlich auch, oder? Ja, der nur der Liebe. Ja, steckt nur die Raufe vor. Malt is back! Out of the fucking zone, mate! Gucken. Ja, unbedingt. Es wird ein gucken geiler Day. Ja, wirklich. Also viel besser wie letztes Jahr, finde ich. Kickers! Ach, Bebe! Das schaut ja richtig gut aus von außen. Also, das schaut der Karre richtig. Da bin ich extra langsam reingefahren, damit ich richtig mit Bums rumkomme. Ah, okay. Damit es gut aussieht auf der Kamera. For the fans! For the vlog, mate! For the vlog! Für den einen Fan, der da war. Ja, klar, Alter. Ich bin richtig ausgetickt. Die wollten mich schon fast ausziehen. Aber sieht echt gut aus. Ja, macht auch Spaß. Obwohl echt ein bisschen bum 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 so ist die Strecke. Geil, Oinki. Oinki, was ist los, Oinki? Wo sind wir zuletzt zusammengefahren? Ich glaube in die Hills, oder? Kann das sein?
Der Dan war immer super groß, motorgroß. Ich glaube, Phil, der war der letzte Tag mit uns. Miteinander. Der war super geil! Ich habe mal einen Puls, wo ich da hinterher bin. Hinter dem einer da. Ich war fast gestorben kurz. Wo? Da über die Wellen. Den letzten nochmal double. Ja. Nicht ganz drüber. Dann hat es mir nicht rausgekommen. Und dann kommt die Welle, die eine. Nein, und dann kommt die Rillen. Die war bei den Rillen gefahren. Richtig Kraft. Zucker ist Barken. Boah, wenn ich das wüsste, ey. Richtung Brescia oder Brescia. Wie war es denn eigentlich heute? Boah, warte. Warte. War geil. Sieht richtig episch aus mit der Sonne. Bam. Epic Fail. Cool. Hast du fertig gearbeitet eigentlich? Nee, der Laptop ist gerade aus. Nein! Ja, aber man schließt da an die Karre. Hab ich. Ja, ich hab den Schlüssel. Der zieht mehr, wenn ich arbeite dran, als dass er lebt. Work-Machine, Alter. Nur weil die Sonne da gerade so geil ist, oder was? Heute waren wir in Mantua. Der kleine Endurist da vorne hat mich ganz schön gequält und wir müssen immer lange Modus fahren. Also wir sind, glaube ich, immer 25, einmal 30, einmal 40 Minuten gefahren. Dementsprechend sehen die Hände so aus. Morgen kommen noch zwei Enduristen. Da bin ich gespannt. Der eine ist, glaube ich, relativ schnell, weil der klassische Enduro-Weltmeisterschaft fährt. Und der kleine Junge aus Südafrika, Matthew Brew Green, kommt morgen auch. Mal gucken, was der so weiß auf der Motocross-Strecke. Weil der ist brutaler Enduro-Fahrer eigentlich. Jetzt gibt es noch eine schöne Pizza zum Abend, wa? Sind ja in Italien. Und dann werde ich heute ganz gut schlafen. Introdurre nuova tappa. Retirare la tessera. Arrivederci. Bin ja Arzt. Haha, Rennen gewonnen, Freundchen. Haha. Haha. Guten Morgen, Junge! Heute wird's ein bisschen wild. Heute haben wir Italien-Vibes am Start. Die Mucke läuft. Ein paar Enduro-Fahrer kommen. Die sollen sehr, sehr schnell sein. Es muss ein kleines Tuning machen. Nee, das Fahrwerk an sich ist vielleicht ein bisschen zu weich. Deswegen probiere ich gerade ein bisschen Öl nachzukippen. Und dann geht's heute ab mit ein paar guten Modus, glaube ich. Weil Enduro-Fahrer, die fahren immer so lange und sollen schnell sein. Gucken, was es heute wird im Max Land. The Pirat, you know, in the street, what's it? Stock footage. Who's Milner? Milner? Yeah. Did just you bought dropping them it. Something to Christmas? Nah, actually, yeah. I thought I had a new one, but I don't. So this is a second-hand one going back in. Oh, okay. I put some new springs in it. Should be good to go. Easy, just like that.
clutch changed, ready to rip. My vlog skills are way better in English, mate. Yeah? Way better. I'm just struggling with Hochdeutsch, that everyone can understand me in Kai's vlog, because I'm just a Bavarian boy. You think English is better? I think the English is definitely better. Yeah. Lit Kit Award goes to. Mein Jersey ist nicht. Grüße gehen raus an Chris. Mein Jersey ist nicht geprintet hier. Das liegt zu Hause, das ist gestern angekommen. Das konnte nicht jeder so geil sein wie. Damit auch Thema auch, ne? Das ist in der Hose. Das ist ja gar nicht aufgepatcht. Na, crazy. Das ist profimäßig. Ach, danke, danke. Danke für den Lit Kit Award. Ihr Enduristen. Wen haben wir heute alles hier? Und jetzt halt? Jetzt haben wir den Matthew Brew Green haben wir da. Der ist da. Der braucht aber immer ein bisschen länger. Der andere, Hamish, macht täuschen technischen Defekt vor. Oh, mein Clutch ist broken. Da haben wir seinen Bruder, auch Vlog-Konkurrenz. Yeah. Erster mit Nachnamen, Tom. Buxton. Und wer kommt noch? Milner. Und der Chad. Chad Lawrence in the town. With a D, not with a T. Chad with a D. Ach so. Die Chad. Sind schnell. Chad. Sind die schneller wie du? Ja. What was to say? My German? Yeah. We've been learning some German. Ich bin ein klein Hubschrauberpilot. Yeah. What is it? Pretty good. Means I'm a little helicopter pilot. Hey, what is your fucking trainer saying for today? Well, I called him and I'm in trouble. Why? Because I didn't go running this morning. Yeah, he's so fresh to prep. This? No bueno. How's the Bruce? Fuck! What a vlog, boys! What a vlog! You liked it, Angus? Yeah, I liked it. Yeah, I can imagine. Hamish ist einmal so brutal in die Innenkurve rein und ich war aber schon übel am Driften, dass ich reinkomme. Vollgas. Und ich habe so Vollgas gegeben, dass ich fast die Kurve nicht mehr geschafft habe. Not the result we wanted to, but I did 2 mistakes, so thanks to my sponsors, my mom and dad, and to mishap, we go next race we go again and go for the podium. No, for the win, for the big win. Dankeschön, das freut mich aber sehr. Das ist ja mega schön. Das können wir im Bus rein. Merkst du dafür harte Krankheiten ab? Mit 30 Euro. Zweimal, zeig mal. Bitteschön, bitteschön. Ja, Manuel. Von Levin. Levin, ja. Das? Das ist immer cool, oder?
Ah, das war vor. Ja, ja, das ist vor Linkswood. Okay. Mandala. Aber mit Red Bullski. Mhm. Sieht man noch ganz eindeutig. Vorher. Ja. Das Orange hat er nicht so ganz offen, aber der Rest war nicht da. Der Rest passt gut. Na, mega süß, oder? Ja, yeah, you can see the like there are no rats definitely now. Yeah. I blew a heap. Not yet ready. Pasta e pesto, sponsored by Matt Green. Mit Schmeißen und ich fang's auf. Ja, genau. Au! Mobile, Coco di Chocolate, Mama di Sita. Test, Bro. Haben wir Pasta. Al dente. Komm, mach einen Topf. Al dente. Junge, sind die was nervös, ey. Bla, bla, bla. Der Motor hört sich komisch an. Die sind nicht gut hier drin, ne? Mal hier. Oh, was ist denn das? Metallo. Metallo? Ja. Das kann doch nicht sein, oder? Mal den Profi anrufen kurz. Gesagt, du musst dir unbedingt die Haare pflegen und seitdem nehme ich immer Shampoo her und ein bisschen Haaröl nach. Danach dann kommt die salzig glänzende Note sehr gut zur Geltung. Aber ich glaube, ich fahre nicht mehr, hä? Hatte ich vermutet, aber ich dachte mir, wie kommt es denn von da oben hier runter? Ja, der fällt direkt da runter. Ciao! Ciao! Ja, ist klar bei dir. Aber geil, ey. Hat richtig Spaß gemacht. Hat sich richtig gelohnt. Zu Hause ist man immer so, ah, da noch ein bisschen arbeiten und hier das machen und kurz mal für 2 Stunden rausfahren. Und hier ist halt so, ballern, ballern, ballern. Und dann hast du den. Good constellation with, how many? 3 or 4 Enduro GP riders, 2 hard enduro riders and me as a motocross guy. Yeah, lots of good riders today. It was good, good filming. Good. Some sweet footage. So much fun. Yeah, all my memory cards are full, so there's a lot of footage to go through. Keep excited. Riding. Matthew the Brewer! See you soon. See you. Nice to meet you. Das war Maxland, Tag 3, eigentlich Tag 4, aber einen Tag hab ich Pause gemacht. Und das Motorrad wird jetzt ganz schnell repariert. Ich denke nicht, dass da größer Schaden ist. Da muss nur so ein Halbmond da neu ersetzt werden. Und dann sind, glaube ich, noch 2, 3 Trainingstage bis zum ersten Rennen zur Open Dam in Gentin. Ich bleib am Ball, ich denke, das wird was. Und dann beginnt die Saison eigentlich für mich, weil da gibt es ganz, ganz viele Sportarten, die ich dieses Jahr noch wieder mache. Also, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao!